Ich bin zum ersten Mal hier an dieser schönen Stelle, mitten im Land, das unser Ursprungsland gewesen ist, den Blick über die Grenze hinweg. Ich war vor 14 Tagen hier und habe mir diesen Kreuzberg angesehen, habe auch oben bei dem Kreuz gesessen und jetzt muss ich natürlich sagen, ich habe den Blick über das Land genossen. Oder besser, ich habe ihn in mich hineingenommen und aufbewahrt. Es war ein Bild, das mir sehr viel bedeutet, auch wenn ich nicht aus dieser Gegend stamme. Es ist etwas wiedergekehrt, was mir in meiner Kindheit geschenkt wurde. Eine einfache Frage. Ich habe über das Land gesehen und ich habe die Felder betrachtet, die Wiesen, dann diese einzelnen Waldstreifen, wahrscheinlich Windschutzgürtel, aber ich habe keine Grenze gesehen und ich habe mich gefragt, ja, wo ist denn da eigentlich die Grenze verlaufen zwischen diesen beiden Ländern? Und ich habe sie nicht gefunden. Sie wissen da wahrscheinlich eher Bescheid. Diese Grenzenaufhebung, Grenzenlosigkeit, diese Stille und dieser Raum der Gemeinsamkeit hat sich in mir eingeprägt als eine Erfahrung und Bereicherung für mein Leben und auch als Antwort auf das, was früher einmal geschehen ist. Es ist vergessen, fast vergessen. Die Erinnerung ist da. Aber heute sehe ich das weite Land. Ich sehe, wie die Welt, wieder meine Welt, unsere Welt zusammenrückt. Und das gibt uns Frieden in der Seele zunächst. Ich nehme an, Sie sind aus ähnlichen Gründen hierher gekommen. Sie tun es seit vielen Jahren und es ist nicht nur eine bloße Gewohnheit. Auf dem Zettel steht Kreuzberg treffen oder fahren wir hin. Sondern ich glaube, dass viele von Ihnen, zumindest die Älteren, in einer Art Sehnsucht und Erwartung diesen Ort aufsuchen. Sie suchen ihre Kindheit wachzurufen. Denn in dieser Kindheit, da hat alles noch gepasst. Da hat es keine Zwistigkeit gegeben. Keinen Streit, keinen Hass, keinen Krieg, kein Übel, keinen Tod. Wahrscheinlich suchen Sie diese Kindheit wieder und den Trost der Kindheit, den Sie in Ihrer Seele bewahrt haben. Wenn Sie hierher kommen, dann schweigt, so hoffe ich, auch diese böse Erinnerung an Vertreibung, Schmerz, Unheil und Tod. Sie ist da, aber sie ist still. Und das andere, wir erkennen und verstehen, wir haben es geschafft. Das Wort ist
wohl sehr verständlich, aber es gefällt mir nicht. Wir sind mit unserem Schicksal, mit unserem Los, mit unserer schweren Last nicht zugrunde gegangen. Wir sind aufrecht geblieben. Wir haben es bewältigt und wir sind stolz darauf. Wir haben es nicht allein getan. Wir hatten Freunde an unserer Seite. Heute ist solch ein Tag, an dem Sie das erkennen sollen. Sie haben das, wir haben das bewältigt und wir haben Freunde an unserer Seite. Auch das ist ein Trost, der uns geschenkt ist. Und wenn Sie nach Hause gehen, dann sollen Sie wissen, ich bin nicht allein, ich habe Menschen gefunden, getroffen, wiedergesehen, denen es ähnlich gegangen ist und die stark waren und die Stärke weitergegeben haben. Ich kann weiterleben, in Frieden, in meinem Frieden und auch im Frieden mit den Menschen und mit der Welt, so wie sie auch heute ist. Natürlich, ich spreche hier nicht nur als Heimatvertriebener, ich spreche hier als gläubiger Christ, ich spreche hier als Priester. Der Trost dieser Stunde kommt von diesem Altar. Der Trost unseres Lebens, die Stärkung kommt von oben. Gott ist es, der uns stärkt und trägt. Wenn Sie von diesem heutigen Treffen etwas mitnehmen wollen in Ihrer Seele, nach Hause, einen Trost, der Sie stärkt und aufrichtet, für diese Jahre, die Ihnen gegeben sind, die uns gegeben sind, dann möge das Wort aus der ersten Lesung gelten, dass der Herr den Israeliten zugesagt hat, nachdem sie aus Ägypten vertrieben und geflohen sind. Da hat er gesagt, vergesst nicht, ich habe euch auf Adlersflügeln hierher gebracht und ich werde es weiter tun. Der Schutz Gottes, Gott, der uns wie ein Adler seine jungen Schützen davonträgt aus dem Land des Unheils und der Zwietracht, Gott möge uns auch weiterhin unter seinem Schutz auf einen Adlersflügeln hineinführen in eine andere und eine gute, in eine volle und eine glückliche Zukunft. Darum beten wir, darauf hoffen wir. Amen.